Hallo allerseits, hier ist der Rayman und der Okuna und Hallöle. Willkommen zur Episode 2 von Maniac Mansion, dem ersten Lucasfilm Games Adventure. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier Maniac Mansion auf einem 64er spiele, das liegt daran, ich habe den Ron Gilbert persönlich getroffen und habe ihn gefragt, welche Version von Maniac Mansion soll man nochmal spielen, wenn man es nochmal spielt. Und das war die offizielle Antwort. Die 64er-Version ist die kanonische Version. Also es gibt noch einige weitere. Das Maniac Mansion, das war damals ein wunderbares Multiplattform-Spiel. Und somit gab es das auf dem 64er, auf den Ataris, auf den Amigas. Es gab auch eine PC-Version und es gibt sogar eine Version fürs NES. Also da ist wirklich eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen, bei denen es rausgekommen ist. Ich persönlich würde mir das heutzutage sehr gerne wünschen, dass viele Games noch auf viele verschiedene Plattformen rauskommt. Weil irgendwo ist das ein bestimmter Reiz, der auch dadurch cooler wird, wenn es mehrere Plattformen, die ganzen Games gibt. Ja, schauen wir uns einfach mal den ersten Stock an, nachdem wir letzte Episode so das Erdgeschoss durchgeguckt haben. Hier haben wir zwei schöne Bilder. Ein Bild von Edna, kann man das vielleicht lesen? Das ist immer die Frage, weil Lesen ist leider ein so seltenes. Ja, da ist leider nichts zum Lesen drauf und damit gehe ich davon aus, dass auch nichts auf dem Bild von Fred zu lesen ist. Ja, dadurch, dass Lesen irgendwie selten anwendbar ist, schaut man sich nicht alles an, was man in späteren Adventure-Games, wo es da eine Schau angibt, doch gemacht hätte. Ja, gucken wir mal nach links rum. Da ist eine Tür. Und da ist ein Raum. Die ist nicht verschlossen diesmal. Die ist nicht verschlossen, ja. Also viele Türen im Haus sind nicht verschlossen. Aber vorhin haben wir eine schon gesehen. Letzte Episode, da war die Tür zur Garage. Die war noch zu. Ja, hier sind wir offensichtlich in einem Kunstraum. In einem Kunstatelier, genau. Und da ist diese Box da hinten. Kann man die aufmachen? Ne, die öffnet sich nicht. It doesn't seem to open. Ja, und da ist irgendein, was wird da drauf porträtiert, was Rundes, was eine rosa Schleimspur hinterlassen hat, die hier unser lieber Bernhard nicht anfassen wird. I'm not going to touch that slime. Dried Purple Slime. Dried Purple Slime. Was kommt dir da dabei? Mir kommt dabei, das schaut, das könnte, also nachdem ich ja, soll ich ein bisschen spoilen? Eh bald dazu, was heißt spoilen? Also wenn da irgendwas, wenn dir irgendwas kommt, dann ja, los, ich weiß ja, so, dass da was mit Tentakeln in dem Haus ist. Ja. Ich habe vom Zweier. Mhm. Und ich nehme mal an, dass es, wenn es eine schleimige Spur ist, vom lila Tentakel ist, der sich da entfernt und das auf dem Bild schaut aus, könnte auch sein Ei sein, dass das jetzt ausgebrütet worden ist. Aha. Hey, das ist eine coole, wirklich sehr, sehr coole Theorie. Ich persönlich habe auch mal eine Theorie. Und zwar, wir haben am Anfang im Intro haben wir einen Meteor herunter stürzen sehen. Ja. Und vielleicht hat der auch noch was damit drin zu sein. Dass der rund sein könnte, ist natürlich auch was. Und das ist was ich vielleicht schon ein bisschen natürlich weiß. Also der Meteor ist nach wie vor etwas, was noch irgendeine Art Quelle von irgendwelchen, naja, Sachen, die da, was auf jeden Fall noch ein Agent im System ist, wenn ich es mal so sage. Also der Meteor muss offensichtlich noch existieren. Ich hätte jetzt gesagt, da hat irgendjemand versucht, den Meteor zu zeichnen. Und in der Zwischenzeit habe ich hier ein paar Sachen mitgenommen. Da gab es nämlich noch ein paar schöne Sachen, nämlich einen Pinsel, ein Paintbrush, eine Wachsfrüchteschale, mhm, und Farbentferner. Ah. Gut, also Farbentferner plus Paintbrush ist natürlich eine interessante Sache. Vielleicht können wir da was machen. Farbe entfernen. Naja, Farbe entfernen. Also müssen wir aufpassen. Ist an der Staffel da vielleicht mal die Farbe entfernen? Vielleicht ist da was hintergezeichnet noch. Hier. Auf der Staffelei, ja. Da würde ich aber fast empfehlen, dass wir da speichern. Ich weiß nicht, ob man eventuell den Farbentferner dadurch kaputt machen kann. Und Menschen hat noch nicht so viel Sachen, bei denen man sich wieder restoren könnte. Also ich würde mal sagen, da speichern vielleicht mal was. Machen wir hier einen Quick Snapshot und dann
benutzen wir den Farbentferner auf der Staffelei. That show was a waste. Ja, das war eine Verschwendung. Hat offensichtlich nichts gebracht, aber wir haben keinen Farbentferner mehr, deswegen... Echt? Ja. Tatsächlich, ja, Wahnsinn. Laden wir nochmal und haben den Farbentferner wieder. Nee. Also wenn das ein Schlüsselelement gewesen wäre oder ist oder sein wird, beziehungsweise, könnte das ja zu einer Sackgasse führen. Ne? Ja, also in dem Game gibt es Sackgassen. Und deswegen habe ich hier jetzt auch sicherheitshalber gespeichert. Von anderen Spielen, insbesondere von Sierra-Spielen, kennt man das Save Early, Save Often. Da gibt es auch 1000 Tode. Also man kann hier die Kinder nicht ganz so leicht umbringen. Es ist möglich. Und ich glaube, es ist auch nicht so ganz... Oh, eine Cutscene. Oh. Daddy's been acting very strangely ever. Vati hat sich etwas seltsam verhalten. Since the secret project in the lab, seit diesem Geheimprojekt im Laboratorium. Ja, genau. Well, Mommy, I'm worried about him. Mommy, ich mach mir Sorgen. He hasn't been at dinner for 5 years. Er war seit 5 Jahren nicht mehr beim Mittagessen. And he's been bringing those bodies. Und er bringt diese Körper down into the basement late at night. In den Keller. Zu spät Nacht. What's your point, Ed? I'm a very busy lady. Was möchtest du ausdrücken? Ich bin eine beschäftigte Frau. Never mind. Vergiss es. Okay, das war kein produktives Gespräch zwischen Ed und Edna, die wir hier sehen können. Nurse Edna. Offensichtlich macht sie entweder noch ein Nurse Cosplay oder was er auch immer da am Laufen hat. Ja, er ist der Fred ist der Doktor und sie ist die Krankenschwester. Fred ist der Doktor, sie ist die Krankenschwester, ja genau. Ja. Und wer ist der Kranke? Nun gut. Etwas komisch ist das Ganze schon. Und hier ist noch eine weitere Tür. Wer ist ja nicht Manic? Maniac. Bisschen verrückt. Bisschen verrückt. So, und hier sind wir offensichtlich in einem Musikzimmer. Großer Flügel, Grammophon, großer Fernseher. Ja, Schallplatte. Eine Schallplatte. Oh. Leg die doch mal aufs Grammophon. Ja, können wir mal schnell machen, ja. Pick up old record. Use old record on... Victrola. Und... Turn on Victrola. Na, turn on record. Turn on record bringt nichts. Turn on Victrola. Doch, ich höre was. Ich höre was. Okay. Es hört sich so an, als ob die Platte einen Sprung hätte. Gut, offensichtlich bringt die nicht ganz so viel. Aber... Ich schalte es wieder aus. Aber offensichtlich kann man den Plattenspieler verwenden. Außerdem gibt es hier noch einen Kassettenrekorder. Man sieht dann noch aus, als sei gerade keine Kassette drin, aber wir können ihn anschalten. Ja, there is no tape in the recorder. Es ist keine Kassette im Recorder. Nun gut, Kassetten, das ist sowieso fast schon eine historische Sache heutzutage. Genauso wie ein Plattenspieler. Genauso wie ein Plattenspieler. Ja, wobei Plattenspieler sind ja schon wieder cool. Ja. Vinyl und alles. Und einen großen Fernseher gibt es dann noch. Einschalten. Ja, dann kann man doch sicherlich ihn einschalten. Na, wo geht er denn hin? Hallo. Einmal außenrum. Aha. Ja, Wegfindung. Ja, echt jetzt, oder? Ja, das war ja cool. So, Touch on TV. Hey, cool. Der wird, okay. Läuft ja tatsächlich was. Three guys who publish anything. Hi, all you budding writers, musicians and game designers. An alle ihre Autoren, Bandmitglieder und Game Designer. Ich bin Marketeer und ich werde alles veröffentlichen. Einfach an die Adresse hier unten senden und auf geht's. Die Briefmarke nicht vergessen. Okay. Okay. Könnte schon ein Hinweis sein auf etwas, was man machen könnte. Auf jeden Fall Briefmarke nicht vergessen. Ja. Noch ist natürlich überhaupt keine Frage, was man da irgendwie anstellen soll und wozu und weshalb. Aber
Wir hätten jemanden, der alles Mögliche veröffentlichen möchte. Ja. Na, hier haben wir noch eine Vase und ein Klavier. Kann er das Klavier benutzen? Na, er kann das nicht spielen. I can't play that thing. Er hat mal jetzt vielleicht einen Musician. Ja, genau, das können wir mit einem Musician ausprobieren. Ah, oder haben wir aber nur die Leadsängerin. Ja, vielleicht kann die auch Klavier spielen. Also das muss man ausprobieren. Die Vase nehmen? Die Vase nehmen, oh ja. Stimmt, gute Frage. Pick up. Besser nicht. I'd better not. It's obviously a valuable antique. Besser nicht. Das ist eine offensichtlich eine wertvolle Antiquität. Aber hier sieht man die Farben auch. So wenig Farben, wie es gab, dass sein Gesicht die gleiche Farbe hat wie die Wand. Das war das eine. Ziemlich seltsam. Das eine rosa war, dass er da ziemlich verschwindet. Ja. Da musste man sich mit noch etwas anderen Problemen auseinandersetzen. Es war auch so, dass die Muster des Hintergrunds, die konnten nicht alle sein. Man hat nur 256 verschiedene Hintergrund-Tiles gehabt. Und jede Tile ist, glaube ich, 8x8 Pixel groß. Und aus diesen Tiles mussten diese Bilder geschaffen sein, die ganzen Hintergrundbilder, damit das funktioniert. Deswegen hier auch dieses wiederholende Tapetenmuster. Ja, das ist ja normal, denke ich mal. Das ist eine Art, wie man auf 64er mit Farben und Bildern umgehen konnte. Mhm. Man hat also hier im Prinzip einen Zeichensatz bestehend aus 256 Zeichen gehabt, hat diese Zeichen definiert und dann mit diesen Zeichen gemalt. Ja. Mhm. Und mit diesen Worten gehen wir durch die Tür. Uiuiui, was haben wir denn da? Auf jeden Fall mal eine Statue. Und vor allem diese Statue hat eine Plakette, die man sicher lesen kann. Si trouvé, envoyez-le au Louvre. Poste payé. Ah, okay. Wenn Sie diese Statue finden, dann schicken Sie sie bitte an den Louvre. Das Porto ist vorausbezahlt. Wenn wir jetzt noch besser wären, dann würden wir wissen, welche Statue das ist. Das fällt mir gar nicht ein. Vielleicht finden wir es noch irgendwann raus. Maybe there's a plaque somewhere. Vielleicht gibt es da eine Plakette irgendwo. Ja, die gibt's. Haben wir schon gelesen. Immerhin etwas. Also von dem her kann man fast schon das Lesen wie ein Sehen, wie ein Anschauen verwenden. Hier dieses Bild markiert er nicht. Genauso. Der Katzenstand nicht. Und dieses Bild hier sehen wir ebenfalls nicht. Nur gut. Dann schauen wir mal. Da haben wir ein Fenster. Eine Tür. Ein Bild von Dr. Fred in jungen Jahren mit Hut. Schaut aber ziemlich blau aus. Ziemlich blau, ja. Schwarz-weißes Bild. Ja, immer auf blau. Aha, noch eine Tür und eine Treppe. Ja, gut, dann schauen wir uns doch vielleicht als Bestes mal diese beiden Türen noch an. Was verbirgt sich denn dahinter? Da haben wir mal wieder ein Zimmer ohne Licht. Lichtschalter zum Suchen. What is? Und okay, Examination Table. Blackboard, Door, Medical Chart. Schauen wir nach, neben der Tür könnte doch vielleicht ein Lichtschalter sein, oder? Ja, irgendwo müsste. Real Skeleton. Oh. Nochmal Medical Chart, Door. Da gehen wir wieder raus. Desk. Mach das Licht nicht an. Door, da muss man schon Licht finden. Desk Lamp, okay. Was war das drüber? Turn on Desk Lamp. Docs are us, hieß da was. Oh, no. Das war das. That's scary. Okay, no, not the skeleton. Nein, wir machen das Skelett jetzt nicht. Aber die Desk Lamp muss doch irgendwo hier jetzt sein. Erstmal links. Desk, okay, hier ist the Desk. Dann gehen wir nochmal auf What is. Das ist Pixel Hunting at its finest. Da hat der Gilbert schon gesagt, Pixel Hunting wollen sie eigentlich nicht machen in den neuen Spielen. Mm. Und das finde ich ist auch. Problem. Das What is beendet sich nicht rechtzeitig. Dann muss ich hier jetzt mal ins blind ins Schwarze treffen. Das Lamp, da haben wir es. Und alles. Und was haben wir hier? Das sieht ja nach dem Zimmer eines Arztes, ein Arztzimmer aus. Ja, und da haben wir auch ein Docs R Us Diploma. Ein Wir sind Ärzte Diplom, das kann man sicher lesen. Degree for Mummifying and Bandaging.
Ah, ein Abschluss im Mumifizieren und Verbinden. Interessant. Das erinnert mich so wieder an Day of the Tentacle. Day of the Tentacle war inwiefern? Mumie. Die Mumie. Mumifiziert in allen Zeiten. Mumifiziert in allen Zeiten. Ich würde ja fast sagen, die Mumie, die finden wir hier auch noch. Echt? Ja. Und dann haben wir das Male Ahmed Diploma. Also der Arzt via Brief Diplom. Das ist presented to Dr. Fred. An Dr. Fred. Das Male Ahmed Diploma. Okay. Und hier gibt es auf der Tafel auch noch was. Das sieht wie Formeln aus. It looks like formulas describing the structure of a meteor. Das sieht Formeln, die Struktur eines Meteors beschreiben. Aussehen. That's strange. Das deswegen, ist seltsam. Deswegen meintest du vorhin, auch das Bild schaut eher aus wie der Meteor, weil das hier so gleich ausschaut. Genau, wie ein Meteor. Ein Meteor im Intro vor 20 Jahren. Mhm. Und dann das, also irgendwas könnte das schon damit zu tun haben. Machen wir beim Desk das Wort ist, ob deine Schublade vielleicht aufgeht. Aber du klicken sie einfach mal extra an. Desk, Desk, Desk. Wir können auch klicken, warum hier alles mit Wort ist machen. Und Schublade wird nicht extra gemacht, aber ich meine, wir probieren einfach mal Open Desk aus. Hm? Ja, da haben wir was. Wunderbar. Und was ist da drin? Ich spüre es nicht gedrückt. Ein Manuskript. Ja, dann lesen wir das doch mal. It looks like someone's memoir. Sieht aus wie die Memoiren von jemandem. But the writing is terrible, aber die... Es ist furchtbar geschrieben. It's written by a meteor. How strange. Wird von einem Meteor geschrieben. Wie seltsam. Was? Ja. Mit den Memoiren eines Meteors. Die Memoiren eines Meteors. Selbstgeschrieben von einem Meteor. Von einem Meteor, ja. Das klingt echt seltsam. Das klingt super seltsam. Und es ist auch noch furchtbar formuliert. Das ist auch wieder ein Punkt, der zu einem anderen Lösungsweg gehört, zu dem wir nicht gehen können, weil dazu hätten wir nämlich die Wendy gebraucht, die Autorin ist. Aha. Die kann nämlich das verbessern. Dann könnte man es publizieren. Ah, mei, oh mei. Okay. Und publizieren, könnte man mit Marketing. Ja. Oder Marketeer. Ich glaube, er heißt im Deutschen heißt er Marketing. Die Post stecken können dann. Genau, das muss man dann in die Post stecken, richtig. Und die Briefmarke nicht vergessen. Und die Briefmarke nicht vergessen. Also diesen zwei können wir nicht tun. Das wäre was für später mit der lieben Wendy. Also lassen wir das Manuskript dann. Das lassen wir hier liegen, weil sonst haben wir immer mehr und mehr sinnlose Sachen in unserer Inventory. Und auch auf dem Behandlungstisch kann ich lesen. Aber da hinten haben wir ein Skelett. Ja, und eine Medical Chart. Sieht fast wie eine Art Anatomie-Sache aus. Ja. Yuck, that's disgusting. Wie ekelhaft. Ja, also offensichtlich kann Bernard nicht alles tun. Mag ja auch das echte Skelett nicht ganz. Und ein Medizinschrank, ein Medical Cabinet. Eigentlich sehr, sehr cool. Schauen wir, ob wir da rankommen. It must require a special key. Ja, mal wieder ein Schlüssel. Gut, können wir uns merken. Wenn wir einen Schlüssel haben, wer könnte diesen Schlüssel haben? Okay, ein Arzt, Dr. Fred eigentlich. Müssen wir mal schauen. Sollten wir Dr. Freds Zimmer finden? Vielleicht hat der einen Schlüssel dafür. Oder irgendjemand. Kannst du diesen Behandlungstisch schieben? Den Behandlungstisch schieben? Ja, schau mal. Zu schwer. Okay. Trotz Rollen, zu schwer. Nee, hätte das sein können, dass er rausrollt, die Treppe runterdonnert und dann in das Wohnzimmer irgendwie reinrollt, dass man draufsteigen kann, um den Schlüssel zu holen. Boah. Also ich glaube fast, dass er so viel Grafik benötigt hätte, dass er sich das gespart hätte. Ja, wahrscheinlich. Ja, die ganzen Charaktere haben sowieso nur ein paar wenige Animationssequenzen, also insbesondere hier Laufsequenzen, wie man sieht, für wahrscheinlich genau dieselbe in jede Richtung. Das wird dann einfach gespiegelt und einmal nach hinten laufen und nach vorne laufen. Ja gut, also hier Dr. Freds Arbeitszimmer. Und dann haben wir hier da ist ein anderes Zimmer. Ein Spielzimmer. Ja, jetzt sind wir mal richtig hier. Air Hockey. Ja, ich liebe Air Hockey. Können wir das benutzen? Oh, ist leider kaputt. The game is broken. Dann kann man es vielleicht fixen, aber wozu? Ja, und vor allem womit? Also,
zuerst mal ein Star Wars Poster. Da. Und a Lucasfilm Limited Production. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Lucasfilm macht selber Spiele, ist da auch recht kreativ drin, hat aber am Anfang nie Star Wars Spiele gemacht. Das erste Star Wars Spiel war X-Wing. Und X-Wing ist mindestens 5 Jahre später gekommen. Das lag daran, in den 80er Jahren haben sie die Star Wars Games Lizenz an andere vergeben, bevor sie sie dann wieder irgendwann zurückbekommen haben. Dann haben sie selber ihre Star Wars Spiele gemacht. Da auch ein paar coole. Also X-Wing und TIE Fighter sind über alle Zweifel erhaben. Und auch Dark Forces war sehr lässig. Das war ja damals einer der ersten First-Person-Shooter. Relativ kurz nach Doom gekommen. Und eigentlich auch nach Doom so der erste gute. Also Doom war natürlich der Wahnsinn. Und dann Dark Forces. So, da haben wir hier einige coole Computerspiele. Video Fever Game und Coinbox. Also bei allen ist offensichtlich hier unten die Coinbox. Alien Disco Slime. Crazy, Alien Slime, Die Enemy Die. Meteor Mass. Das geht noch weiter. Noch einer. Kill Thrill. Ja, können wir die benutzen? Ich hoffe, wir haben keine Münzen. Ich glaube auch, da fehlt uns die Münze, um sie zu benutzen. Ja, mit. Ja, Münzen fehlen halt leider noch. Und das kann ich auch so weit vorwegnehmen. Also irgendwann hat man auch einen Schlüssel dafür und kann dann die Münze wieder aus den Spielen rausholen. Was natürlich dann ganz geschickt ist. Kann man die ganzen Spiele alle spielen? Ja, die kann man spielen, aber man sieht nichts. Er steht die einfach dran und sagt, das ist langweilig oder zip, zip, zip. Und dann, ja, war cool. Es ist kein Minigame bei diesen Spielen. Okay. Das ist etwas. Wahrscheinlich die Speichergrenze. Etwas schade. Ja, ja. Man muss ja bedenken, dieses Spiel wurde ausgeliefert auf zwei Disketten. Zwei 5¼ Zoll Disketten. Wenn ihr mal ins Computermuseum kommt, dann werdet ihr sehen, wie 5¼ Zoll Disketten aussehen. Die sehen also nicht mal aus wie das Save-Icon. Ja, ich habe sie auch noch in der Hand gehabt. Also die normalen Disketten sind 3D-Ausdrucke des Save-Icons bei manchen Programmen, das ihr vielleicht noch kennt. Das sind 3,5 Zoll Disketten gewesen. Die waren ungefähr so groß wie eine Hand. Ja, nicht ganz. Und die 5¼ Zoll Disketten, die waren so groß wie zwei Hände ungefähr. Und die waren noch floppy. Daher das Wort Floppy-Disks. Also die waren nicht so fest und rigide mit den 3,5 Zoll, hat sie etwas richtig bewegen und biegen und auch verbiegen kaputt machen können. Also Vorsicht war natürlich gegeben. Aber auf eine solche Diskette hat auf eine Seite 170 Kilobyte gepasst. Das muss man sich mal vorstellen. Heutzutage ist eine E-Mail mehr als 170 Kilobyte. Und als waren zwei Disketten, haben also ungefähr 340 Kilobyte groß war das Spiel. Und es hat echt ganz, ganz knapp. Die haben also jedes Bit ausgenutzt, das zur Verfügung hatten, um da das Spiel drauf zu bringen. Also das muss man sich echt geben. Heute eine E-Mail ist größer als das ganze solche Spiel. Das ist schon beachtlich, was damals gemacht wurde. Mhm. Was noch cool war, diese 3,5 Zoll Disketten, die konnte man umdrehen. Das heißt also, wenn man wollte, hat man das Spiel auf eine solche Diskette getan und hat dann die Diskette immer wieder umgedreht. Ich habe hier eine Spezialversion von dem Spiel, die ist so angepasst, dass sie auf eine Speichererweiterung des C64 draufgepasst hat. Somit sparen wir uns hier jegliche Diskettenaktionen und vor allem auch jegliche Ladezeit. Also früher haben sie sich vorstellen müssen, bei jedem neuen Zimmer, jetzt gehen wir hier mal hoch, hat sich auch noch das Diskettenlaufwerk laut zu Wort gemeldet. Das hat natürlich auch ein gewisses an sich, wenn da jedes Mal geladen hat, Rad. Jedenfalls hat es sich gemeldet und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man da hinkommen ist. Und dadurch, dass wir hier eine virtuelle Speicherkarte drin haben, brauchen wir das nicht. So. Nach rechts geht nichts mehr. Nach rechts geht nichts mehr, aber hier ist ein Viech. Und wir sehen, der Bernard, der mag das nicht. Der haut da ab. Dieser Angsthase, richtig. Das heißt, da müssten wir jetzt einen anderen Charakter hinschicken. Genau, das machen wir jetzt. Jetzt werden wir hier. Jetzt nehmen wir Dave. Oder? Ja, nehmen wir Dave. So, muss auch ein bisschen virtuell geladen werden. Hui, die Grillen zirpen wieder. Die Grillen zirpen wieder, ja. Und weil ich so ein bisschen OCD bin, legen wir die Fußabstreifer wieder gescheit hin.
Ja, das darf schon. Hier wird man gleich etwas häufiger erleben, und zwar durchs Haus laufen. Das kann schon häufiger mal passieren. Müsste man sich mal ausrechnen, wie häufig man das Haus durchqueren muss, um das gesamte Spiel zu lösen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal hoch. Wir hätten auch problemlos mit Dave diesen Teil des Spiels machen können. Aber irgendwie sind wir alle Bernard-Fans, und der Bernard hat ein paar Spezialfähigkeiten, die uns helfen. Dave ist eigentlich der langweiligste von allen Charakteren, weil er gar keine Spezialfähigkeiten hat. Razor ist Musikerin, okay. Und kann also zum Beispiel am Klavier. Ich denke, er kann auch am Klavier spielen. Können wir ja gleich Können auch wir ausprobieren, ausprobieren, ja. ja. Ja, ich habe sie jetzt hingelegt, damit Ja. sie da unten, damit sie erwartet, falls das Paket kommt. Ah, okay. Also wenn es mal klingelt, dann mal sagen. Wenn es mal klingelt, das kann mal passieren, dann wird natürlich sofort, müssen wir aufpassen, dass wir abhauen, weil nämlich Leute, dann kommt nämlich Ed durchs Haus, und eventuell ist unten ein Paket, das man vorher nehmen sollte. Sonst nimmt sie es Boah. nämlich Ed. Dann parkt doch den Bernhard draußen. Ne? Ja, okay, Ja, der machen wir Bernard so. hat jetzt alles dabei. So, Stimmt ja. okay, you can't pass until you feed me. Gut, also du kannst hier nicht durch, solange du mir was zum Essen gibst. Umf. Umf. Ja, und hier fehlt leider auch etwas, was die späteren LucasArts Games hat unglaublich angenehm und nett gemacht, nämlich eine Rede mit. Leider kann man hier nicht mit dem Grüntentakel weiterreden, um zum Beispiel herauszufinden, was den Grüntentakel haben will zum Essen. Deswegen so die Frage, was denkst du, was soll man denn zum Essen geben? Ja, was haben wir denn zum Essen? Ja, gehen Und wir der mal. hat gar nichts, also. Er hat gar nichts, das heißt, wir gehen jetzt nochmal schnell runter. Kann mir die Gegenstände denn übergeben? Ja, natürlich. Gif? Ah, Genau, oh dazu nein. gibt es GIF. Okay. So. Also gehen wir nochmal zum Bernard. Und schau mal, wir haben den Schlüssel, die Taschenlampe, wir haben einen Salat. Wir Ja, vielleicht ist haben, er Vegetarier. Vielleicht mag ja, er Pepsi oder Käse. Käse gibt's, Pepsi, aber was zum Trinken ist das ja. Und Ja, hier haben wir und zerbrochene Ketchupflasche, ein alter Truthahn, der wochenalte Braten, das leere Glas, dann Fruchtsäfte, etwas Konserven, Tentakelfutter, Tentakelfutter. Dann würde ich als erstes mit dem Tentakelfutter Tentakelfutter, logischerweise ja. mal probieren. Also sagen wir es mal so, wir können das Könntest du mir alles, was essbar ist, mal rübergeben? ja, hier muss ich sagen, was die richtige Lösung ist, weil ich weiß nicht, ob wenn man nämlich die anderen Sachen, man kann es ihm alles füttern, sagt ja, ist okay, ist nett, aber nicht das an, was ich dachte. Was er auf jeden Fall will, sind die Wachsfrüchte. Wachsfrüchte? Ja, die Wachsfrüchte sind tatsächlich, was wir Dave geben müssen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da nicht auch was für uns einen Lösungsweg. Also wir können auf jeden Fall später nochmal was verfüttern. Aber wir können Folgendes machen. Wir speichern mal ab, und damit wir einfach mal sehen, was er macht, wenn wir was anderes geben. Also zum Beispiel das Tentakelfutter. Tentakelfutter wäre ja eigentlich logisch. Das stimmt schon. Aber weil es das Logische ist, geht es natürlich nicht. Ich meine, schön wär's. Und dann. Mr. Fudge. Das war falsch. Ja, hin wieder ist auch die Maus-Emulation hier nicht ganz in Ordnung. Aber ich tue noch den alten verrottenden Truthahn, den geben wir auch noch mal schnell an Dave. Gut. Und dann lassen wir mal füttern. Füttern, 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 füttern. Damit wären wir eigentlich auch schon doch einen zweiten Stock durch Damit und wären wir schon dann den schon durch den dritten. zweiten Stock durch, genau. Aber das Rätsel, das machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Zum einen mal anschauen, was passiert, wenn wir ihm hier auch GIF. Genau, wir geben den alten. Müssen wir nochmal schnell resetten. So. Alter Truthahn geben. Grüntentakel. Danke. Mehr. Okay. More food. Dann geben wir das Tentakelfutter ans Grüntentakel. Danke. Mehr. Okay. Das hat alles nicht ganz so hingehauen, wie wir wollten. Er will immer noch mehr haben. Und wir können alles verfüttern, bis wir. Wow.
My favorite, that's what I wanted. Mein Lieblingsessen, das möchte ich. Jetzt bin ich durstig. Hätte ich doch. Habe ich es nicht gesagt. Hast nicht gesagt, ja. Will er noch die Coke haben. Dann will er noch was anderes haben. Ich glaube aber, er will nicht die Coke haben. Wir probieren das jetzt auf dieselbe Art durch und nachher geben wir ihm einfach die richtigen Sachen. Denn also Laden und Speichern ist offensichtlich bei diesen Spielen schon mit in die Spielmechanik eingebaut. Moderne Spiele sind nicht mehr nötig, dass man das macht. Das ist eine schöne Errungenschaft, muss ich auch sagen. So, also Can of Pepsi. Can of Pepsi, ja. Ob Pepsi ja, da was gezahlt hat? Das würde mich echt interessieren, aber ich habe bisher noch nichts gehört. Hätte ich ihn fragen können. Ja, das wäre echt. Eigentlich müsste man sich das merken. Es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, den zu fragen. Also es gibt derzeit, weil sie ja noch bei Thimbleweed Park entwickeln, machen sie da einen Podcast und einmal im Monat machen sie Fragerunde beim Podcast. Könnten sowas hinschmeißen. So, hier haben wir noch die Fruchtsäfte, die geben wir ihm auch. Und wir hätten auch theoretisch den Paint Remover. Ich glaube, der ist den Farbentferner. Das machen wir. Wenn wir jetzt schon ausprobieren, dann geben wir auch den Farbentferner. Und haben wir noch was? Na, ja, Ketchup. Ketchup, genau. Die zerbrochene Ketchupflasche. Okay, also nächster Versuch. Das ist so ziemlich das Einzige, was man mit Bernhard nicht machen kann, weil Bernhard da nämlich einfach ein Hosenscheißer ist. Ein Tuner-Head, sozusagen. Mhm. Aber dafür gibt es ja den Dave. Dafür gibt es den Dave. Ja, genau, da kann der Dave auch noch was tun. Prinzipiell ist wahrscheinlich so, dass man das ganze Game im Dave durchspielen kann und die anderen für Spezialfähigkeiten benötigt. Oder wenn man mal zwei Kinder benötigt. Von dem her ist es auch nicht. Ist das mit mehreren Kindern auch so eine Sache? Also, bis auf so ein paar Spezialfähigkeiten wäre vieles mit einem auch gegangen. Wobei ich persönlich finde das als super coole Sache mit den mehreren, dass man auch mehrere auswählen kann und mehrere Enden. Das Gut. wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, die mehreren Enden sind super. Ja, dann geben wir. Und die mehreren Wege. Die mehreren Wege, ja. Die Pepsi-Flasche. Wollte ich den mehr mal geben, ja. An grünen Tentakel. Nein, danke. Das will er überhaupt nicht. Lehnt sogar ab. Das ist interessant. Es dürfte wahrscheinlich sogar dann so ein Hinweis sein, dass die Pepsi-Flasche mal woanders benötigt wird. Mhm. Oder die Pepsi-Dose. Jetzt bin ich durstig. Okay, also der hat einfach getrunken oder gegessen. Aber auf jeden Fall den Ketchup. Ketchup war es nicht. Dann war das so, was für Essen. Genau, dann geben wir ihm auch die Farbentferner. Farbentferner. Ja, nein, danke. Okay, der Farbentferner nimmt er nicht mal. Aber ich denke, dass die Fruchtsäfte dürften genau das Richtige für ihn sein. Dankeschön. Ja, okay. Damit sind wir durch. Und damit laden wir jetzt nochmal schnell. Und geben die richtigen Sachen rüber. Das waren einmal Fruchtsäfte an den Dave geben. Und wo haben wir noch die Plastikfrüchte? Ne? Ah, die hat er schon. Die hat er schon, genau. Also jetzt auf zur Tentakelmission. Grüntentakel, auch etwas, was im zweiten Teil wieder zu besuchen gibt und wo auch ein ziemlich cooler Charakter eigentlich, und der wird auch hier wieder auftauchen. Es ist der einzige Charakter, der uns mal nicht automatisch feindlich gesinnt ist. Jetzt wird er mal ziemlich gefüttert worden und wir geben ihm auch noch was zu essen. Erst, genau. Genau, erst die Wachsfrüchte. Dann ist er durstig. That's what I wanted. That hits the spot. Now something to drink. Give fruit drinks to Green Tentacle. Dankeschön. Und er geht auf die Seite. Hier übrigens auch, die Farben wurde vorhin schon erwähnt, Tasch. Da haben wir Blau in Blau. Wie auch unser lieber Dave. Gut. Damit haben wir den zweiten Stock erkundet. Dritter wäre das nächste. Ich denke, das ist schon Sache für die nächste Episode.
Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert doch bitte, liked, wenn ihr wollt, oder subscribed oder macht alles gleichzeitig. Und wenn euch das noch nicht reicht, könnt ihr mich über Twitter erreichen. Das wäre twitter.com/okonaoneup. Und wir sehen uns irgendwann in nächster Zeit mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.